Daniel in der Löwengrube. Ja, liebe Kinder, liebe Erwachsene, die Bibel ist auch voller düsterer Geschichten. Manche sind traurig und haben leider kein Happy End und andere brauchen lange, bis es zu einem Happy End kommt. So erzählt auch die Bibel eine Geschichte von Daniel. Wir kennen Daniel vor allem in der Löwengrube. Aber bis dorthin ist es noch ein langer Weg. Vor vielen tausenden Jahren, da herrschte Nebukadnezar. Er war ein mächtiger König, der König von Babel. Nebukadnezar eroberte Jerusalem und somit alle Menschen, die in der Stadt und der Umgebung lebten. So brachte man eines Tages viele Gefangene aus Jerusalem in die Stadt. Da rief der König immer wieder: Geht zu den Gefangenen hinaus, gebt ihnen die besten Kleider, unterrichtet sie in unserer Sprache und gebt ihnen vom besten Essen, das wir haben. Sie sollen sich wohlfühlen bei uns. So brachten die Hofdiener jeden Gefangenen hinein und alle wurden vorgeführt. Er wusste natürlich, dass es den Juden verboten war, Speisen von fremden Göttern zu nehmen. Also begann er, sie herauszufordern. Seht doch her, was wir euch aufgetischt haben. Und ihr könnt mir glauben, es war wirklich das feinste und leckerste Essen, das ihr euch vorstellen könnt. Sie haben tatsächlich mit nichts gescheut. Die Teller und die Schüsseln und die Platten waren reichlich gefüllt. Und die Menschen aus Jerusalem hatten Unmengen an Hunger. Unmengen. So viel, dass sich die meisten gleich auf das ganze Festmahl stürzten. Und sie hauten kräftig hinein und die Mägen knurrten nicht mehr. Nein, sie wurden immer voller und voller. Es schmeckte fantastisch. Doch was war das? Vier Jungen, die aßen gar nichts. Die schauten sich einfach alles an. Die Teller waren leer, die Becher waren nicht gefüllt. Immer wieder sagten die Diener: Na komm, esst schon was, einen kleinen Bissen, einer geht doch. Aber Daniel antwortete: Es ist uns nun mal nicht erlaubt, von fremden Göttern Essen zu nehmen. Bringt uns Wasser und Gemüse, das reicht uns. Wir brauchen kein Fleisch, wir brauchen kein Wein. Es ist uns eben nicht erlaubt. Immer wieder machten die Hofdiener darauf aufmerksam: Nebukadnezar wird aber sehr, sehr böse darüber. Und glaubt mir, er kann einiges mit euch anstellen. Kommt schon, ein klein bisschen, ein Schluck Wein. Ihr müsst ihn nicht alles verspeisen wie eure Freunde. Doch Daniel konnte den Diener überreden, für 10 Tage Gemüse und Wasser hinzustellen. Und es fiel nicht auf. Und tatsächlich, die 4 Jungen sahen besser aus als die anderen. Da sagte Nebukadnezar zu seinen Verwaltern: Daniel und seine Freunde sind also 10-mal klüger als alle anderen. Am besten ist, sie sind meine Diener. Los, bringt sie herauf und befördert sie. So wurden Daniel und seine Freunde im Hof Nebukadnezars zu den mächtigsten Männern. Aber für sie blieb Gott dennoch der wahre König und der wahre Herr, dem sie dienten. Und sie hielten alle seine Gebote. Die Zeit verging und es war nachts. Und König Nebukadnezar schlief sehr, sehr unruhig. Er hatte einen komischen Traum. Ja, der Traum hatte ihn sehr erschreckt. Schweißgebadet stand er auf. Und Nebukadnezar war ein bisschen abergläubisch. Er dachte, der Traum hat eine wirkliche Botschaft für ihn. Und er sagte immer wieder zu sich: Ich muss wissen, worum es geht. Ich brauche einen Traumdeuter. Egal was es kostet, ich muss es einfach wissen. Am nächsten Morgen, da ließ er alle Gelehrten, alle Weisen des Landes rufen und befahl ihnen: Ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich erzähle ihn euch. Sagt mir, was er bedeutet. Die Männer verneigten sich und sprachen: O König, na dann erzähl uns doch einmal, was du geträumt hast. Der König rief zornig: Nein, ihr sollt mir den Traum erzählen und mir sagen, was er bedeutet. Ich werde euch reich beschenken, wenn ihr mir den Traum nur richtig deutet. Aber wenn ihr es nicht könnt, alle, die ihr hier versammelt seid, dann werde ich euch töten lassen auf grausamste Weise. Die Gelehrten und Weisen erschraken sehr. Sie verneigten sich ganz, ganz tief, um sich demütig zu zeigen. Aber König, woher sollen wir denn wissen, was du geträumt hast? Wir waren ja nicht in dem Traum dabei. Niemand auf der Welt kann es wissen.
Aber der König schrie sehr wütend. Ihr seid alle Betrüger. Ihr behauptet, etwas zu wissen, weise zu sein. Ihr wisst gar nichts. Und er befahl seinen Soldaten, durch das Land zu ziehen und alle Weisen und Gelehrten totzuschlagen. Da sagte Daniel, der ihm vorausgekommen war, König, gib mir ein bisschen Zeit, dann will ich dir sagen, was du geträumt hast. Daniel betete jede Nacht zu Gott, seine Freunde beteten jede Nacht zu Gott, immer wieder besprachen sie sich. Die ganze Nacht lag Daniel auf seinen Knien und da mitten in der Nacht sah er auf einmal vor sich, was der König geträumt hatte. Gott sei Dank, da rief er froh und eilte schnell zum König, der wartete schon zornig und ungeduldig auf ihn. »Na, sag schon, was habe ich geträumt? Erzähl es mir!« »Nein«, entgegnete Daniel. »Kein Mensch kann es, aber Gott im Himmel hat mir den Traum gezeigt. Er war es, der dir den Traum geschickt hat. Und das war dein Traum. Ein großes Standbild stand vor dir.« Es sah erschreckend aus. Sein Kopf war vergoldet, die Brust versilbert und der Bauch aus kompletten Kupfer. Und die Füße waren aus Eisen und Ton. Da löste sich ein Stein vom Felsen, donnerte den Berg herab und zerschlug die Füße, das gesamte Standbild. Ja, der Stein wurde immer größer und größer. Und am Ende war er so groß, dass er die gesamte Erdkugel, die gesamte Welt ausfüllte. Und sein Traum bedeutete, das Standbild wird vergehen, aber der Stein wird bleiben, größer als alles. So werden auch die Königreiche vergehen, aber Gott bleibt für immer. Nach einer Zeit ließ König Nebukadnezar ein riesiges Standbild bauen. Und alle Menschen im Land, die Gelehrten, die Fürsten, die Vornehmen, die Reichen, auch die Armen, alle Menschen, sie sollten dieses Standbild verehren. Jeder sollte beim Erklingen der Posaune niederknien. Daniels drei Freunde waren auch mit dabei. Und als die Posaunen ertönten, knieten sich alle nieder, außer die drei. »Weh!« rief der König. »Ihr wollt mein Bild nicht verehren? Was fällt euch eigentlich ein? Aber ich will es noch einmal versuchen. Passt mal auf. Gleich spielt die Musik, gleich ertönen die Posaunen und ihr werdet euch sofort so tief wie es geht niederknien und das Standbild anbeten. Ihr werdet es weihen mit eurem Herzen. Sonst werfen wir euch in den Ofen und dort wird euch niemand helfen. Ihr werdet brutzeln und euer Gott kann euch nicht retten.« Aber die Freunde blieben stur. »Nein, König Nebukadnezar, wir werden nicht niederknien. Wir glauben an Gott. Der erlaubt es uns nicht. Wenn Gott es will, wird er uns aus dem Feuer erretten. Und wenn er es nicht will, werden wir dennoch nicht niederknien.« »Wie? Ihr wagt es nicht zu gehorchen?« Und er befahl seinen Soldaten, den Ofen noch 7-mal stärker anzuheizen. Die Männer wurden an den Füßen, an den Händen festgebunden, mit Kleidern und Hüten in den Ofen geworfen. Es brannte und die Flammen schlugen heraus, sodass sich selbst die Soldaten an ihren Armen verbrannten. Die Soldaten schrien auf und bestörte den König nicht. Er sagte, werft sie hinein. Doch plötzlich erschrak er. Haben wir die drei Männer nicht ins Feuer geworfen? Wieso sind es jetzt auf einmal vier? Wo kommt denn der vierte her? Aber der vierte war gar kein Mensch. Er sah aus wie ein Engel, wie ein Diener Gottes. Und er sagte, kommt schnell aus dem Ofen. Sie kamen heraus mit Kleidern und Hüten. Es war nichts verbrannt, kein einziges Haar. Sie rochen auch nicht verbrannt. Es war nichts geschehen. Es war, als hätte es nie gelodert. Der König rief sehr laut. Gelobt sei euer Gott, er hat euch gerettet. Kein Gott ist so mächtig wie er. Die Jahre vergingen und inzwischen herrschte ein anderer König. Sie nannten ihn Darius, über das gesamte Land. Darius war begeistert von Daniel. Daniel war inzwischen Minister geworden. Darum beschloss der König, Daniel soll noch viel mehr Macht in seinem Königreich haben. Als aber die anderen Minister und Fürsten das hörten, wurden sie sehr, sehr neidisch. Daniel? Warum denn nicht wir? Wir sind viel, viel besser. Wir werden es schon dem König zeigen, wie schlecht er ist. Von
Von diesem Tag an suchten sie einen Fehler an Daniel. Aber es war schwer zu finden. Daniel hat nur einen Fehler, meinten sie schließlich. Er betet so viel zu seinem Gott. Und tatsächlich, Daniel betete dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Eines Tages dachten sich die Minister und Fürsten einen listigen Plan aus. Sie gingen zum König, verneigten sich tief und sprachen: O großer König Darius, dein Volk soll dich allein und niemand sonst ehren. Darum gib den Befehl, niemand darf zu einem Menschen oder zu einem Gott beten. Nur dich darf man bitten und dieses Gebot soll 30 Tage lang gelten. Wer sich nicht daran hält, der soll den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Der König fühlte sich sehr geschmeichelt und rief: Das gefällt mir. Er schickte Boten in das gesamte Land und der Befehl: Nur ich darf angebetet werden. Nur ich, kein Mensch, kein anderer Gott. Und wer sich nicht daran hält, der wird von den Löwen gefressen. Als aber Daniel davon hörte, wusste er sofort, dass dieses Gebot auf ihn zielte. Dennoch ging er hinein in sein Haus, kniete nieder am offenen Fenster, betete, lobte und dankte Gott, wie er es gewohnt war. Aber unter Daniels Fenster hatten sich seine Gegner versteckt. Sie belauschten ihn. Und immer wieder betete er zu Gott. Die Fürsten hatten ihm eine Falle gestellt und sie forderten, dass Daniel sterben müsse. Aber nein, sagte der König, doch nicht Daniel, das lasse ich nicht zu. Da erwiderten die Fürsten: Du hast es nun mal befohlen, du musst es tun. Oder gilt etwa dein Gebot nicht für alle? Vergeblich versuchte der König, Daniel zu retten. Aber die Fürsten gaben nicht nach. Und es wurde Abend und Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Der Löwe baute sich vor Daniel auf. Er spürte den Atem des Löwen. Er spürte, wie der Löwe hungrig auf ihn zurannte und vor ihm stoppte und ihn anknurrte. Der Atem war tief des Löwen. Doch der Löwe ließ auf einmal das Maul verschlossen und legte sich vor Daniels Füße. Die gesamte Nacht konnte Darius nicht schlafen. Der König drehte sich hin und her und dachte nur an Daniel. In der Früh blickte er zur Grube hinab und rief: Daniel, Daniel, bist du unten? Bist du noch am Leben? Daniel, Daniel, sag doch was! Und Daniel sagte ganz einfach: Ja, mein König, Gott hat mir geholfen. Er hat seinen Engel geschickt. Der hat den Löwen das Maul verschlossen. Der Löwe hat mir nichts getan. Habt ihr gehört? Rief der König erleichtert. Daniel lebt. Holt ihn sofort aus der Grube heraus. Macht schon. Daniel war unverletzt und es war ein Wunder. So ehrten sie Daniels Gott und sie fürchteten ihn mehr als alle Götter, die sie jemals hatten. Denn er ist ein lebendiger Gott, der rettet und hilft.